Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es nämlich heute um folgendes Rezensionsexemplar von Walter Moers, der Bücherdrache. Das sieht so aus, das ist einfach wunderschön aufgemacht. Das gute Stück hat 164 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Es reiht sich so in die Reihe Die Stadt der träumenden Bücher, das Labyrinth der träumenden Bücher ein. Denn hier geht es eben auch um Hildegunst von Mythenmetz, der ja eben die tragende Rolle und der Protagonist in diesen Romanen ist. Und er hat jetzt sozusagen einen Traum im Traum, also ganz mysteriös, aber das ist auch gar nicht wichtig für die Geschichte. In diesem Traum trifft er halt eben auf seinen Namensvetter der Buchlinge, Hildegunst von Mythenmetz. Denn die Buchlinge machen sich ja Werke von einem bestimmten Autoren oder einer bestimmten Autorin zu eigen, lernen das komplette Werk halt eben auswendig, um das zitieren zu können und damit diese Schätze halt eben nicht verloren gehen. Und ja, Hildegunst von Mythenmetz hat halt eben auch sozusagen seinen eigenen Buchling, beziehungsweise eben jemand, der auch seine Werke verinnerlicht. Den trifft er halt eben in seinem Traum und der erzählt ihm halt eben eine ganz besondere Geschichte, nämlich die des Bücherdrachen Nataviel. Und ja, das ist halt eben einfach so großartig, weil es halt wirklich in dem Stil von Die Stadt der träumenden Bücher und Das Labyrinth der träumenden Bücher gehalten ist. Und das sind halt eben Geschichten, die ich total liebe. Und es ist halt wie immer halt eben der typische Walter Moers Schreibstil. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt, kurios. Es ist einfach was ganz Besonderes vom Schreibstil her, vom Szenario her, von der Idee, den Charakteren her. Und ich finde es einfach nur total süß. Es kommen aber auch noch ein paar andere Charaktere vor, nämlich noch ein paar andere Buchlinge. Und ich liebe die Buchlinge einfach. Das sind so zuckersüße Gestalten. Und die habe ich halt eben in den Romanen davor schon in mein Herz geschlossen. Und ich freue mich immer einfach nur total, wenn die eben eine Rolle spielen. Und hier gibt es halt eben die Hauptrolle. Und das finde ich super cool. Ihr seht schon hier, dass das Buch einfach wunderschön aufgemacht ist. Also so sieht das von vorne aus. Hinten ist es auch total schön illustriert. Es hat auch ein Lesebändchen. Und wenn man dann den Schutzumschlag abmacht, dann sieht es einfach, ja, noch viel cooler aus, weil es dann halt ohne Schrift ist. Und ich liebe einfach die Aufmachung der Bücher von Walter Moers. Also das Buch hat auch wieder eine Vielzahl von Illustrationen, die halt eben auch vom Autoren selber gezeichnet wurden. Und das macht halt eben diese Bücher immer zu etwas ganz, ganz Besonderem. Ich mag halt eben sowieso immer Bücher, wo Illustrationen drin sind, ob die jetzt farbig sind oder halt eben in Schwarz-Weiß wie hier. Es gibt ja eben auch ein paar Bücher, die halt ein bisschen bunter sind von ihm. Aber es ist halt eben diese bestimmte Art und Weise der Illustrationen. Man sieht halt einfach, dass sie von ihm sind, weil es halt eben so ein ganz spezieller Stil ist, ebenso wie halt eben auch ein spezieller Schreibstil. Auch wenn man halt eben nicht wüsste, dass es von ihm jetzt geschrieben ist, dann merkt man es einfach, wenn man halt eben schon Bücher von ihm gelesen hat. Und mir hat diese Geschichte auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Sie war wieder etwas Besonderes. Sie war meiner Meinung nach viel zu kurz wieder. Aber sie hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. Also ich mochte eben die Charaktere gerne, eben den Buchling Hildegunst von Mythenmetz und seine Kumpanen, die dann letztendlich am Anfang und dann auch im Verlauf des Buches wieder eine Rolle spielen. Und der Bücherdrache, der ist auch ein ganz besonderer Charakter, der ja viele verschiedene Seiten hat, der eine besondere Geschichte hinter sich hat. Sehr lesenswert und das war auf jeden Fall wieder eins der Bücher von Walter Moers, die mich richtig, richtig begeistern konnten. Und das hat mich auf jeden Fall überzeugen können. Also für Walter Moers-Fans auf jeden Fall ein Muss. Für Fans von Die Stadt der träumenden Bücher oder Das Labyrinth der träumenden Bücher, klar, auf jeden Fall auch absolut zu empfehlen. Und alle anderen, die Bücher eben lieben, sollten da auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen. Das ist wirklich ganz, ganz toll gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch Lust machen auf dieses Buch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch denn gefallen hat, falls ihr das schon gelesen habt. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!